Seid ihr auch gelangweilt von den immer wieder gleichen Keksmotiven? Wir haben die Lösung. Druck dir einfach deinen eigenen Ausstecher. Einfach und unkompliziert. Im Workshop zeigen wir dir, wie du die Druckdatei erstellst, auf was du dabei achten solltest und testen unsere Ausstecher natürlich auch. Nutzt außerdem die Chance, einen eigenen Ausstecher zu gewinnen. Alle Informationen dazu am Ende des Videos. Wir beginnen im Internet und nutzen die Seite app.cookiecat.com. Alternativ könnt ihr natürlich auch mit SolidWorks, Tinkercad, FreeCAD, Blender oder vielen weiteren CAD-Programmen eure Plätzchenausstecher konstruieren. Um die Modelle später auch als Druckdatei herunterzuladen, müsst ihr euch dort mit eurer E-Mail-Adresse registrieren. Dann kann es aber auch schon losgehen. Ihr könnt euch beispielsweise bei flaticon.com eine Grafik herunterladen oder ihr zeichnet selber und scannt dies dann ein. Umso höher der Kontrast eures Bildes, umso besser. Also zeichnet am besten mit einem dunklen Stift die Form. Per Drag and Drop kann man das Bild nun auf die Website laden. Links habt ihr die Wahl zwischen den verschiedenen Arten von Ausstechern. In der kostenfreien Version steht euch der Standardausstecher und der Imprint Cutter zur Verfügung. Ersterer bietet sich für alle Formen an, die eine prägnante Außenkontur haben. Wenn das Motiv etwas detaillierter ist und erst durch innenliegende Formen erkannt wird, wählt ihr den Imprint Cutter. Als nächstes wird die Größe bestimmt. Ihr könnt zwischen der Höhe, Breite oder längsten Seite entscheiden. Unter Blade legt ihr die Einstellung für die Klinge fest, also der Bereich, der beim Ausstecher den Teig schneidet. Besonders die Tiefe ist ein wichtiger Parameter und hängt davon ab, wie dick ihr euren Teig ausrollt. Damit zusammenhängt auch die Tiefe des Imprints. Ist euer Wert hier zu hoch, kann es bei dünn ausgerolltem Teig dazu kommen, dass man den Eindruck nicht erkennt. Handle ist die Halterung bzw. der Griff des Ausstechers. Je nach allgemeiner Größe eures Ausstechers könnt ihr den Griff etwas größer gestalten, um eine bessere Handhabung zu ermöglichen. Der letzte Punkt sind die Centerbars. Diese sind wichtig, damit innenliegende Prägungen nicht lose herausfallen. Wir müssen sie mit der Rückseite des Ausstechers verbinden. Ihr bekommt immer eine kleine Vorschau angezeigt. Erhöht den Wert so lange, bis die innenliegenden Teile hinten befestigt sind. Ich empfehle euch, den Ausstecher hinten nicht komplett zu schließen, da es sonst schwieriger ist, den Teig aus der Form zu bekommen. Seid ihr zufrieden mit der Vorschau, ladet ihr euch einfach die STL-Datei herunter und öffnet sie in eurem Slicer. Wir nutzen Cura für unseren BCN-3D-Drucker. Ich stelle die Layer High, das Infill und die Haftung ein. Support benötigen die Ausstecher nicht, es ist aber nicht schlimm, solltet ihr das angehakt haben. Wenn ihr mehr über die Einstellungen im Slicer erfahren möchtet, dann klickt auf das verlinkte Video. Nun kann es auch schon zum Drucker gehen. Wir nutzen PLA-Filament, ihr könnt aber auch PET oder PETG verwenden. Formlabs hat auf ihrer Internetseite einen ausführlichen Leitfaden zu lebensmittelechten Filamenten, den ich euch in der Infobox verlinke. Nun darf der Drucker drucken und wir bereiten schon mal den Teig vor. Aus Mehl, Zucker, Butter, Eiern, Vanillezucker und Backpulver knete ich einen Teig.
Um die Plätzchen noch etwas aufzupeppen, mische ich einen Teil des Teiges mit Kakao und einen anderen mit Zimt. Unser Ausstecher ist nun auch fertig und wir können ihn von der Druckplatte nehmen. Ich entferne noch den Skirt und dann können wir auch schon anfangen, unseren Teig auszurollen und auszustechen. Der Druck ist nun fertig und wir kommen zum spaßigen Teil. Weihnachtsmusik an, Teig ausrollen und ausstechen. Damit man den innenliegenden Teil des Ausstechers sieht, muss der Teig etwas dicker ausgerollt werden. Ich habe ihn teilweise zu dünn ausgerollt. Für meinen nächsten ausgedruckten Ausstecher werde ich die Einstellungen noch anpassen. Zum Glück habe ich noch ein paar aus dem letzten Jahr, die super funktionieren. Nun geht es auch schon in den Ofen. Ihr könnt eure Plätzchen natürlich auch noch mit Streuseln, Nüssen oder Kokosflocken dekorieren. Und wenn sie dann fertig sind, heißt es nur noch: Guten Appetit! Welches Motiv wollt ihr als Keksausstecher haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Unter allen Kommentaren, die bis zum 15.12.2021 eingehen, verlosen wir einen Ausstecher mit eurem Motiv. Auf den Bildern seht ihr noch ein paar meiner Lieblingsmotive. Na, habe ich euch inspiriert? Dann ab in die Kommentare und schreibt auf, was ihr als Ausstecher haben wollt. Hat euch das Video gefallen? Dann zeigt es uns doch gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal!